liebe Pfadfinderinnen unseres Stammes St. Notburger, ich darf hier euer Pfadfinderkurat sein. Ich wende mich heute in besonderer Weise an euch. Ich wende mich an alle katholischen Pfadfinder des deutschen Sprachraums und überhaupt an die Jugendlichen. Wir leben ja in ganz besonderen Zeiten. Die Umstände, in denen wir seit einem Jahr hineingestellt sind, haben unser Leben doch ganz radikal verändert. Ich möchte deswegen auf einen ganz wichtigen Aspekt unseres Lebens hier zu sprechen kommen, der von allerhöchster Bedeutung ist für ein gutes Leben und eben auch für ein gutes christliches Leben. Und dieser Bereich ist auch ein entscheidender Bereich für euer Leben als Pfadfinderinnen oder auch euer Leben als katholische Jugendliche. Und das Thema lautet Freundschaft. Wie pflege ich eine gute Freundschaft? Was bedeutet überhaupt Freundschaft von christlicher Seite, von katholischer Seite her betrachtet? Wir sind verpflichtet, eben um gut zu leben, auch gute Freundschaften zu pflegen. Wesentlich für ein gutes, gelungenes Leben. Und so möchte ich euch einfach einmal eine Frage auch stellen. Wie viele gute Freunde habt ihr? Wie viele gute Freunde hast du? Hast du gute Freunde überhaupt? Weißt du, was es bedeutet, einen guten Freund oder hoffentlich auch mehrere gute Freunde zu haben? Freunde, die mich kennen, die mich wirklich kennen. Freunde, die ich auch wirklich durch und durch kenne, weiß, wer sie sind. Ein römischer Autor, Sallust, hat es einmal so ausgedrückt, definiert: idem welle, atque idem nolle. Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das prägt eine Freundschaft. Die höchste Freundschaft, die wir als Christen leben können, das ist die Freundschaft mit dem lieben Gott. Und wir sind wahre Gottesfreunde, wenn wir uns im Stand der Gnade befinden und wenn wir versuchen, eben den Willen Gottes zu erfüllen, den Willen Gottes wirklich von ganzem Herzen annehmen, unser Leben dem Willen Gottes entsprechend ausrichten. Schließlich diese wirkliche tiefe Gottverbundenheit dann auch leben, die mündet in der höchsten Gottesliebe. Das wäre das Höchste und das ist unbedingt auch das Vorbild für jede gute irdische Freundschaft. Die Freundschaft, wenn wir einen kurzen Blick ins Evangelium werfen, die Freundschaft gehört zu den allerwichtigsten Umgangsweisen Jesu Christi. Es gehört zu seinem normalen Umgang mit den Aposteln, mit den Jüngern, dass er eine gute Freundschaft pflegt. Und die Bedeutung der Freundschaft, die gipfelt in den Worten, die uns das Johannesevangelium im 15. Kapitel überliefert. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist eine Kernbotschaft des Christentums. Das bedeutet, dass wir ganz grundsätzlich schon einmal Freunde brauchen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht das Du, um die Liebe wirklich zu entfalten. Freundschaft bedeutet eben dasselbe Wollen, dasselbe Ablehnen, sich gegenseitig
im Guten fördern. Hier kommt man schon etwas tiefer. Freundschaft ist also nur im eigentlichen Sinne unter tugendhaften Menschen möglich. So haben es auch schon die großen Gelehrten des Altertums gesehen, zum Beispiel Aristoteles in der Nikomachischen Ethik oder der große römische Autor, den viele von euch aus der Schule gut kennen, aus dem Lateinunterricht, Marcus Tullius Cicero, der hat eine sehr schöne, sehr empfehlenswerte kleine Schrift geschrieben, die wir durchaus auch einmal lesen können, nämlich De Amicitia, Laelius de Amicitia. Und da führt er eben sehr klar aus, dass Freundschaft bedeutet, sich gegenseitig emporzuheben. Emporzuheben im tugendhaften Leben. Freunde soll man nicht erst in der Not suchen, da sollte man sie schon haben. Wenn man beginnt, Freunde erst in der Not zu suchen, dann hat man meist zuvor ein doch vielleicht allzu egoistisches Leben geführt. Ein Leben geführt, wo man immer nur um sich selber gekreist ist. Ein Leben, das vielleicht doch zu sehr im Laster des Stolzes verwoben war, mit den verschiedensten Schattierungen der Eitelkeit, der Ehrsucht und auch der Herrschsucht. Und das hat so die guten Freundschaften verhindert. Also Freunde sucht man nicht erst in der Not, da sollte man sie schon haben. Aber der wahre Freund wird in Unglückssituationen dann erst zu Recht auch offenbar. Dann zeigt es sich, ob die Freunde, die man hat, wirklich gute Freunde sind, ob die Freundschaft tief ist, ob es dieses wirklich liebevolle Interesse, dieses hingebungsvolle Interesse am anderen auch gibt. Die Egoisten werden allein bleiben. Die Egoisten werden letztlich nur oberflächliche Freundschaften führen können. Und da sieht man schon, dass das ganz dem christlichen Geist widerspricht. Wir sollen den lieben Gott um seiner selbst lieben. Den Nächsten sollen wir in Gott lieben, beziehungsweise auch Gott im Nächsten lieben. Und da kommt man dann schon zu den höchsten Höhen der Freundschaft. In unseren Freunden sollen wir den lieben Gott sehen. Wir sollen sie lieben aus Liebe zu Gott. Das muss unser Leben der Freundschaft prägen. Und wenn wir auf das Leben Jesu Christi schauen, so sehen wir, dass seine Hingabe eine totale war. Er hat sein Leben hingegeben für alle. Leider nehmen viele diese Liebeshingabe Gottes ab, wollen nichts damit zu tun haben. Das ist ihre freie Entscheidung. Das ist das große Drama der Menschheitsgeschichte, dieser Missbrauch der Freiheit. Wir Christen, wir sind zutiefst dankbar für das Heilswirken Gottes an uns. Und gerade das soll auch unsere Freundschaft prägen. Also alle guten Freunde, die wir haben, werden im tiefsten Sinne auch religiöse Freunde sein. Um Gottes Willen wollen wir ihnen das Gute tun. Aus Liebe zu Gott wollen wir ihnen das Gute tun. Und wir selber, wir brauchen auch den guten Freund. Und nicht nur einen, sondern hoffentlich einige, die uns Gutes tun.
Das gehört wesentlich zum Menschsein und zum christlichen Alltag dazu. Wir müssen den Freunden Zeit widmen. Es braucht ein gemeinsames Tun. Das wird dann je nach eben gemeinsamen Interessen ganz unterschiedlich sein. Das kann eine Freundschaft sein in der Schule, an der Universität, am Arbeitsplatz. Das kann eine Freundschaft sein aus dem Sportverein, aus dem Kulturverein, was auch immer. Das ist aber nur der irdische Anknüpfungspunkt. Es wäre gut, wenn diese Freundschaften dann reifen, diese Freundschaften sich vertiefen würden. Und da muss man natürlich eine ganze Menge investieren. Der gute Freund und ich und Christus unter uns. Das macht die christliche Freundschaft aus. Und das kann man erweitern zu einem ganzen guten Freundeskreis, die dann alle untereinander verwoben sind, durch den lieben Gott. Und das wird zu einer wirklichen Einheit, zu einer Einheit, die dann sehr mächtig wird, standzuhalten in allen Schwierigkeiten des Lebens. Ich wünsche euch, liebe Pfadfinderinnen, ich wünsche euch, liebe Jugendlichen, ja allen wünsche ich, wirklich gute Freundschaften zu haben, wo eben der liebe Gott dann letztlich auch der Hauptinhalt der Freundschaft sein kann, wo alles auf ihn ausgerichtet ist. Eine ganz wichtige Tugend, die hier notwendig ist, um gute Freundschaften zu pflegen, zu unterhalten, zu führen, ist das Vertrauen. Ähnlich wieder wie beim lieben Gott. Es braucht beim lieben Gott eben dieses tiefe Gottvertrauen, diese tiefe Gottverbundenheit, die dann letztlich die Hingabe auch erst echt machen wird. Und so auch in der Freundschaft. Entwickelt dieses gegenseitige Vertrauen. Man öffnet sich dem guten Freund. Man vertraut ihm so einiges an aus seinem Leben. Man weiß auch, dass man dem anderen vertrauen kann, dass er das Anvertraute gut bewahrt, es nicht anderen preisgibt. Auch das gehört unbedingt dazu. Viele Menschen, auch viele Jugendliche leiden in diesen Tagen, in diesen Monaten, es beginnt bald das zweite Jahr, unter einer immer größer werdenderen Vereinsamung. Und das können auch die modernen Medien, die sozialen Medien nicht aufholen, unmöglich ersetzen. Ihr braucht den Kontakt untereinander. Ihr müsst gemeinsam etwas unternehmen. Tut es. Das ist wesentlich für eine gute Entwicklung. Das ist wesentlich für unsere Vervollkommnung. Das ist notwendig auch, um dereinst in den Himmel zu kommen, heilig zu werden. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen die anderen, die uns etwas sagen, die uns zurechtweisen, die uns auf die Fehler hinweisen. Das ist entscheidend für unser christliches Leben. Unser Leben wird lebenswert sein, wenn es eine wirkliche christliche Freundesliebe gibt.
dann wird es keinen großen Kummer auch mehr geben. Wenn der andere für mich da ist und ich für den anderen da bin. Wenn man einander Zeit widmet. Diese Zeit wird immer gut investiert sein. Die Freundschaften zu erhalten und zu pflegen, das kostet einige Mühen. Aber ich darf euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, gute Freunde zu haben. Das ist das Beste, das wir tun können. Pflegt eure Freundschaften. Nutzt diese Tage auch gut aus, um den anderen wirklich beizustehen. Kommuniziert viel miteinander. Sprecht euch aus. Es kann nicht sein, dass wir Tage über Tage und über Wochen allein sind, allein zu Hause sitzen. Das führt nicht zum Guten. Gegenteil. Das bewirkt viel Schlechtes. Wir brauchen diese gegenseitige Stärkung. Wir brauchen gute Freunde. Habt das vor Augen und setzt euch wirklich ein für die anderen. Dazu seid ihr als Pfadfinder ja sowieso in besonderer Weise verpflichtet, aber das trifft alle Jugendlichen und eigentlich alle. Alle Menschen brauchen gute Freunde, um gut zu leben. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes reichen Segen.